Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Tag 3 Urlaub. Mir geht's immer besser. Schön, schön, schön. Ich habe wieder Sonnenschein, blauen Himmel, ein Experiment am Kopf. Wie man sieht, deswegen auch ganz ungewohnt ohne Brille. Ich hoffe, ich kann mein Zeug lesen, was ich lesen muss. Ansonsten, ja, es kann gar nicht besser sein. Es kann gar nicht besser sein. Ja, Brille lasse ich unten, weil sonst schaut die nämlich aus wie Sau. Und wir haben es 9.31 Uhr. Ich bin allerdings schon, ich glaube, seit 6:30 auf. Ich weiß auch nicht, also Urlaub, ne? Von wegen Ausschlafen und so, ne? Läuft nicht. Läuft einfach nicht. Aber okay. Damit kann ich leben. Gibt es halt ein bisschen mehr vom Tag. Finde ich auch ganz gut. Aber wir sprechen heute über die Kategorie Frisch. Das sind ja die schönen Wäschedüfte meistens. Das sind auch wirklich der ein oder andere dabei, der richtig, richtig geil ist. Und wir fangen einfach mal an. Mit dem Aloe Water and Cucumber. Also da muss ich wirklich sagen, also man riecht, komischerweise, man riecht wirklich die Gurke. Also es ist Gurke und dann ist es ein bisschen süßlich. Also ich schmeiß meistens die frische Düfte ins Badezimmer oder in die Gästetoilette, je nachdem. Weil ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, also ich hatte es schon getestet, mal mit dem Clothesline im Wohnzimmer. Nein. Ist echt nicht. Also, nee, also frische Düfte gehören für mich wirklich ins Badezimmer, Gästetoilette oder wer natürlich den Luxus hat. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich habe noch eine Steckdose im Keller. Bei der Waschmaschine oder wenn man hat einen Hauswirtschaftsraum. Da habe ich leider nicht. Also den Luxus habe ich echt nicht. Aber in solche Räume stelle ich mir die ganzen frischen Düfte echt richtig geil vor. Wir haben drin Aloe Wasser, Gurkenschale, Palmwedel und Ananasnektar kombiniert mit einem milden Duft. Dann haben wir den Amazon Rain. Oh, also der ist... Ja, der hat irgendwie so ein bisschen was Südsee-mäßiges an sich. Also man riecht Jasmin raus, man riecht die Kokosmilch raus. Und wenn der warm ist, kommt dann noch der Melonenduft und so ein bisschen Orange. Also der, ich sage, man sollte öfters mal auch als Beraterin mal wieder die Bestseller-Düfte nehmen und mal ausprobieren. Aber der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Der hat auch so ein bisschen was Edles, finde ich. Oh. Begeben Sie sich in einen Regenwald, in dem sich süße Noten von Melone, Orangenschale, Kokosmilch und temperamentvoller, nachtblühender Jasmin tollen. So, dann haben wir... So, als nächstes geht's weiter mit dem Arctic Kiss. Da hatten ja beim letzten Mal, wo der rausgekommen ist, welche die Befürchtung, dass der den Polarbärhack ablöst. Aber nein. Aber der geht schon echt ein bisschen in die Richtung. Also der ist schon wieder mehr frisch. Und hatten eine minimale Süße von der Vanille.
Aber es ist auch so ein richtig schöner Winterduft. Kühle arktische Minze und frische Luft umhüllen die Wärme flauschiger Vanillewolken. Umarmen, nicht umhüllen, umarmen. Dann der nächste richtige Wäscheduft, der Clean Breeze. Also die müsst ihr euch echt so vorstellen wie die typischen blauen Weichspüler, wo es gibt. Also jetzt keine bestimmte Marke, weil im Endeffekt riechen die blauen Weichspüler alle gleich. Aber der hat auch ein bisschen, also frisch gewaschene Wäsche, aber noch ein bisschen was Blumiges mit drin. Also der ist nicht extrem frisch. Wird ein bisschen durch das Blumige wird es ein bisschen, also ein bisschen milder gemacht. Also ich schau mal, ob ich das Grün hier wegkriege. Ich habe das so meine Befürchtung. Ich denke, das wird so Nadelwaldgrün. Weiße Blumennoten mit einem Hauch von Frühling. Der Duft frischer, sauberer Wäsche. Aber das hier. Der Clothesline. Also der ist wirklich, also der ist 1:1 ein blauer Weichspüler. Also der ist wirklich, also vor allem auch als, boah, jetzt habe ich das ganze Zeug an der Nase. Gibt es den als Textilerfrische? Ich glaube nicht. Leider nein. Aber der wäre als Textilerfrische richtig geil. Knackige grüne Duftnoten, Orangenblüte, Blüte, cremiges Veilchen. Also ist, ohne Brille ist echt schwierig. Und sogar der Hauch eines weißen Weidenkorbes lassen Sie den Duft von frisch gewaschener Wäsche genießen. Jetzt kommt mein Favorite, der Cozy Cardigan. Also nicht darauf achten, der ist ein bisschen. Der ist ein bisschen ausgelaufen. Das muss ich mal. Ist ja klar. Habe ich mir das ganze Zeug unten. Der ist echt. Also das ist richtig so ein richtiger edler Duft. Also der ist wirklich mega geil. Ob das jetzt als Bar ist oder als Pot oder ich hatte ihn als Reisetwister schon. Der hat so einen richtig edlen Duft. Das ist so die Mischung zwischen Leder und Amber. Und man riecht Gott sei Dank die Rosen nicht. Also Gott sei Dank. Aber der hat was richtig Edles an sich. Wonne und Glückseligkeit mit sanftem Velours-Leder, Rosenblüten und seidigem Amber. Haben wir als nächstes den Fluffy Fleece. Also der weiß ich nicht, mit dem komme ich irgendwie nicht wirklich auf einen Nenner. Also der riecht wirklich so wie ein bisschen Fleece. Und man riecht minimal Moschus. Also, ja, aber ich finde, der hat auch so einen leichten Touch gekünstelt. Also, ich weiß nicht. Also, mit dem komme ich irgendwie noch nicht wirklich auf einen Nenner. Also, mein Fall ist es nicht. Schwarze Johannisbeere und sanfter Moschus machen es sich unter einer Decke aus Heliotrop gemütlich. Dann als nächstes der Frosted Vanilla. Also, das ist so eine Kombination zwischen
zwischen Baum und Vanille. Also ich kann es nicht anders beschreiben. Also es ist ein bisschen, eigentlich ein bisschen holzig mit drin. Aber dann gesüßte Vanille noch. Ist auch ein schöner Winterduft. Ein Wunderland aus süßer Vanilleschote und Birkenrinde mit einem Hauch von frostiger Luft. Ja, der ist auch nicht schlecht. Dann haben wir als nächstes den I'm Snow Over It. Der hat so ein bisschen was von, ja, von Tannengrün. Also kennt ihr das, wenn ihr einen frisch gebundenen Adventskranz habt und den aufstellt, also ganz nackig aufstellt und einen Tag stehen lasst und dann kommt ihr am nächsten Tag in das Zimmer wieder rein und dann riecht es richtig alles schön nach Tannengrün und es ist auch mit dem Baum so. So ungefähr riecht er. Ein Duft zum Verlieben. Salbei, Kiefernholz und Zedernholz mit saftigen Beeren wirken wie der Zauber des Winters. Ja, wirklich. Dann haben wir als nächstes mal einen grünen, den Jade und Jasmin. Also der ist ein bisschen zitrisch. Man riecht die Jasmin raus. Und ein bisschen den Rosmarin. Also der ist auch so ein bisschen eine verrückte Kombi. Ein Neuanfang mit grüner Zitrone und blauem Jasmin garniert mit Rosmarin in diesem Juwel von einem Duft. Geht aber wirklich ein bisschen mehr in die zitterische Richtung, finde ich. Dann kommt der, den alle lieben, ich irgendwie gar nicht, den Chemmy Time. Ja, es ist Lavendel. Es ist so ein richtig süßer Lavendel. Ich finde ihn sehr blumig, deswegen kann ich das irgendwie nicht nachvollziehen, dass der in der Kategorie frisch ist. Also ich finde ihn blumig süß. Süße Träume mit Babyfräschen, Lavendel und Wicke. Ja, also ich hätte Chemmy Time wirklich in die blumige Kategorie. Dann Just Breathe. Ah! Ist halt meins. Eukalyptus, Minze, so ein bisschen zitronig. Also da muss ich sagen, ich habe ja da die Handcreme, die Seife und hatte ich das Duschgel? Nee, das Duschgel gibt es gar nicht, oder? Doch. Ach ja, dahinter. Nee, das ist das. Ach ja, nee, ich glaube, das habe ich schon. Habe ich das, glaube ich, schon? Muss mal im Bad drüben gucken. Also da liebe ich von Just Breathe wirklich die Body-Serie. Also sei es jetzt die Handcreme oder die Handseife oder das Duschgel, das ist so geil. Das erfrischt, das belebt. Der ist einfach mega, der Duft. Atmen Sie tief ein und genießen Sie den wohltuenden und verjüngenden Duft von Eukalyptus, pikanter Zitrone und Minze. Sollte ich mir vielleicht ein bisschen ins Gesicht schmieren. Dann haben wir den Lights Out. Ich muss jetzt hier wieder ein bisschen. Mein Tester riecht nicht mehr.
Ja. Warum riecht mein Teste nicht mehr? Ganz zart nach Vanille. Jetzt habe ich ihn echt gekillt. Ich glaube, ich muss mir da einen neuen holen. Also ich rieche da wirklich fast nichts mehr. Vielleicht soll ich mal einschmelzen und wieder zurückgießen. Vielleicht hilft das. Nee. Also den muss ich austauschen. Die Nacht fällt sanft übers entspannendes Sandelholz, süße Vanille und warmen Amber. Also das verstehe ich jetzt echt nicht, ne? Na gut. Als nächstes der Magnolialeinen. Das ist auch so, das ist so ein richtiger, der riecht so, wie wenn ihr eure Wäsche draußen im Sommer getrocknet habt, reinholt und die Betten gleich überzieht. Das ist ja dann immer so ein Special Duft. Und bei mir kommt da wirklich nur frisch geduscht dann ins Bett, wenn ich die Betten überziehe. Da habe ich so ein bisschen einen Vogel. Aber das ist dann so ein Feeling, wenn man sich dann reinlegt, ne? Und ich mag ja eben Magnolien. Und der riecht echt wie frisch gewaschene Bettwäsche. Und draus getrocknet. Und als Textilerfrischer ist der auch richtig geil. Inmitten eines Gartens mit Magnolien und Heckenkirschen tanzt sonnengewaschenes Leinen in der Brise. So. Da, der Newborn Nursery. Der ist echt, der ist auch nicht mein Fall. Also ich glaube, das Grüne kriege ich nicht weg. Das ist so ein richtiges, so ein Babypuderduft. Also wirklich so eins zu eins fast wie Penatencreme. Und den Duft hatte ich schon damals bei meinen Kindern gehasst, wenn ich die damit einschmieren musste. Also, ist, nee, also, na. Frisch, rein und pudrig, dieser verträumte Duft erinnert an die Zeit, als sie ihre Kinder noch in den Armen gewiegt haben. Ich konnte den Duft damals schon nicht ab. Also, es gibt für mich echt nichts Schlimmeres wie Penatencreme. Schon allein diese Konsistenz von dieser Penatencreme, das ist. Mag ich echt nicht. Nee, geht gar nicht. Nein, geht gar nicht. Wir machen weiter mit Pink Cotton. Der ist auch so eine richtig geile Mischung zwischen fruchtig und frisch gewaschener Wäsche. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal als Textilfische. Hatte ich den schon mal als Textilfische? Ich glaube, es gab gar nichts, was ich als nicht als Textilfische hatte. Ja, ich liebe das einfach, wenn ich meine Betten früh gemacht habe und ich sprühe die dann ein und dann abends lege ich mich ins Bett und dann riechst du das immer noch. Das ist wirklich, also der Textilerfrischer, den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Wir haben, lassen Sie Ihre Fantasie freien Lauf mit dem Duft von sauberer Baumwolle und fruchtigen rosa Beeren und Vanillezucker. Ah, ich habe übrigens immer noch nicht gebacken, obwohl ich gestern kurz davor war. Pink Pine and Berry. Der ist auch wieder, der geht auch schon wieder mehr in meine Richtung. Also der ist fruchtig, weltlich. Also das ist so Tannennadeln. Das ist einfach mein Duft. Also Tannennadeln ist mega. Tannennadeln, bärig,
süßlich. Eine fruchtige Fantasie aus rosa Kiefer verziert mit Winterjasmin und gefrorenen Winterbeeren. Gott, habe ich den mir bestellt? Ich weiß es gar nicht. Dann der Polarbeerhack. Ja, der ist so eine Mischung. Eigentlich ist der fruchtig, so mit ein bisschen süßlich, aber dann auch schon wieder in die Richtung ein bisschen frisch. Also ich kann die Kombi echt schwer erklären. Auf jeden Fall die Pots von Polarbeerhack. Die riechen absolut mega lange gigantisch. Also ich habe die ja immer noch hier in meinem Ventilator. Ich habe keine Ahnung, seit wie vielen Wochen ich den schon drin habe, und der riecht immer noch. Die riechen auch sogar, wenn die aus sind. Also Polarbeerhack als Pots, mega geil. Mega geil. Brombeermarmelade, karamellisierter brauner Zucker, Vanille und Amber vereinen sich zu einem romantischen Duft. Ich muss mal ein bisschen hier auf die Uhr gucken, ja, weil anscheinend habe ich nicht schon wieder Videos gelöscht. Ich habe hier schon wieder ein Kontingent, nicht mehr viel Minuten. Dann haben wir den Snuggle Up. Der ist auch so richtig lavendelig. Mit Salbei und Kaschmir. Also das ist so ein richtig, ich würde sagen, das ist so ein echt so ein Schlafduft, ne? Der ist echt richtig, das ist so ein schöner, weicher Duft. Lassen Sie sich in Kaschmirwäldern nieder, eingerollt mit Engellavendel und beruhigendem Salbei. Ich habe es ja mit Salbei. Salbei ist klasse. Dann war mal ein Duft des Monats, der Stargazing. Der riecht auch nicht mehr. Wieso riechen die alle nicht mehr? Gibt's doch nicht. Okay, der muss auch auf die Liste. Sterne funkelnde Blütenblätter leuchten durch flauschige Baumwolle und weiche Vanillewolken, damit all ihre himmlischen Träume wahr werden. Dann der White Amber and Sick. Der ist auch so frisch gewaschene Bettwäsche. Und dann mit einem Hauch so ein bisschen parfümiges Amber. Ach, der ist richtig, der ist auch so ein der geht auch mehr so in die weichlichere Richtung. Den könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch so im Flur vorstellen. Weil der auch nicht wieder dieses typische Frische hat. Warme Amber und Bergamotte sind in beruhigende Baumwolle gehüllt und sorgen für einen sanften Ausklang. Und dann natürlich der Wäscheduft schlechthin. Der Windowsill Breeze. Schauen wir mal, ob der riecht, weil der ist auch so komisch verdingst. Oh ja, der riecht noch mega. Also der ist auch für mich so ein richtiger blauer Weichspülerduft. Also der ist bestimmt auch als Textilerfrischer ist der bestimmt richtig geil.
Das ist echt frisch gewaschene Wäsche mit blauem Weichspüler. Astrein. Astrein. Eine frische Brise kombiniert mit sauberer Wäsche sorgt für den perfekten Frühlingsduft. So, wir sind durch. Kategorie frisch. Morgen werden wir uns um die Hölzer kümmern. Das ist ja auch mit so ein bisschen so, ja, so ein bisschen mit meine Kategorie. Also so 50-50. Weil da ist halt meistens Zedernholz, Sandel und Leder mit drin. Und finde ich schon richtig geil. Ja, was werde ich heute noch tun? Es kommt heute schon eine Bestellung, die ich am 31.08. noch schnell rausgeschickt habe. Damit zwei meiner Kundinnen noch die 10% sich schnappen konnten. Die kommt heute. Meine Monsterbestellung steht schon aufgedruckt. Gut, aber dass das die Woche noch was wird, glaube ich fast nicht. Also es wäre echt, das wäre echt mega, wenn das Freitag kommen würde. Also ich tippe mal eher so auf Montag, Dienstag. Ich habe das natürlich im Auge. Ich habe es öfters im Auge. Also da, wenn man da guckt, wirklich, du schaust 2-3 Mal am Tag, obwohl du weißt, es ändert sich immer meistens erst abends so um 8 der Status. Ne? Aber es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Das Leben einer Sensi-Beraterin ist wirklich manchmal nervenaufreibend. Ja, vor allem, wenn man sich das halt selber so stresst. Ne? Aber ich will halt endlich die neuen Sachen. Und vor allem aus der Herbstkollektion. Was freue ich mich? Ich freue mich am meisten. Ich darf es gar nicht so laut sagen, weil er ist ja ausverkauft. Aber ich freue mich wirklich am meisten auf diesen Mickey-Maus-Kürbis. Glaubt mir kein Mensch. Glaubt mir wirklich kein Mensch. Ich bin jetzt gestern hier mal mein... habe mir mal gestern wieder mal ein paar Notizen gemacht, was jetzt hier schon wieder als nächstes alles ansteht. Huhuhu. Also, ja, es wird wieder, ja, es wird wieder mega. Ich kann schon wieder Sachen vorbestellen im September. Na, das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Oh, ich freue mich riesig. Also, ich freue mich wirklich riesig. Also, dieses Mal Herbst-Winter ist echt genau mein Ding. Genau mein Ding. Also es gab jetzt da wirklich noch nichts, was ich scheiße fand oder so. Es, Gott, wenn ich im Lotto gewinnen würde, ne? Also ich, oh Gott, ich würde alles kaufen. Ich würde alles kaufen. Echt ohne Scheiß. Aber nichtsdestotrotz, ich muss jetzt mal hier mein Haar auswaschen. Gucken wir mal, ob da noch ein grüner Stich drin bleibt oder nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo. Ich freue mich immer über beides. Und in meiner Beschreibung findet ihr auch meine Handynummer. Falls ihr noch keine Duftschnecke haben solltet, dürft ihr euch sehr gerne bei mir melden. Und dann kommt ihr auch mit in meine WhatsApp-VIP-Gruppe. Da gibt es wirklich die allerneuesten, brandheißesten News ever. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder zu der Kategorie Hölzern. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch und dann bis morgen. Macht's gut!